Live. Hallihallo. Der Jerome, was nicht du? Sind ich wirklich nicht du? Hey, Adamisch. Gesidamisch. Dann gehen wir mal gucken. Ja, hier ist Bild. Der Computer ist bei 100%. Oh mein, das geht nicht richtig aus. Eugenia hast du. Guten Abend, Eugenia. An den Liam hast du. Guten Abend, Liam. An den JKK. Der Mensch die Kamera an. 1, 2, 3. Voilà. Moje Giselle. Was von da aus dann haut? Der 29. Juli 2020. Das 1 Minute ab 9. Ich sehe pünktlich. Der sieht pünktlich. Und da fangen wir mal direkt an. Was ist das Programm? Ein Wikipedia-Artikel. Ein Exercice. Und ein bisschen Aktualität. Wo simmer haut? Wo simmer haut? De Liam fragt, ist dat Kuala Lumpur? Nee, dat ist net Kuala Lumpur. Me, dat ist eng weltberühmt Staat. Moje Gabriel, moje Alexandre, moje Larsol, moje Michel. An den Alexandre huet direkt richtig zugeschlagen. Alexandre huet gewonnen. Giselle huet Orlo richtig getippt. Dat ass jo Wahnsinn. Also, wen as da froh? 1, 2, 3. Voilà, de Bananenschub. Hien danst für dich, Alexandre. Bravo. Giselle ass leider ein bisschen zu spät. Michel fragt auch, Shanghai. Ja, etwas natürlich, Shanghai. Was soll ich viel so, ne? Das tut er perfekt gemacht. Also, all Respekt. Der Liam fragt, wie geht es Alexandre tipptopp? Gestern Nicaragua haut China mit Shanghai. Und ja, Alexandre, für was hast du auf Shanghai getippt? Warst du schon ein Kind da? War eh von ihr schon ein Kind wie nennt ihr das? An der schönen Stadt? Oder war da vielleicht schon ein Kind aus China? Ich meine, wir waren noch nicht zu China. Mir sie worldly. Der kennt der selbst, ja. Dann Alexandre schreibt, mir geht es tipptopp. An der Liam schreibt, mir geht es auch tipptopp. Der Roberto hast du, Shirley hast du. Merci, dass du mich nicht vergisst. Der Liam schreibt, nee, ich war nach Nido. Alexandre, ja, den Turm ist ganz schön do. Aber gestern war ich mit Nicaragua puff. Konnte das niemals rode. Ja, ich auch nicht. Ich hätte das auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Das gesagt mir nur Amerika aus. Aber, ja. Das Shanghai. Boah, das war ja dann noch ein neuer Rekordball. Direkt. Nach nicht Moje gesagt, direkt Shanghai. Was soll ich sagen? Als Abberuf richtig. Abberuf, das ist in das Abberuf gehen. Als das nicht am Militärjargon. Abberuf. Ich gehe mal gucken. Rekrutier oder wie ging es denn? Ja, Abberufen. Konvoqué,
hinter deng Pressekonferenz abberuf zu konvenieren. Für was, Liam? Für was willst du wissen, abberuf? Ich kann nicht advisen, hier am LOD. Voilà. Abberuf. Abberufen. Konvokiere ihn hier. Nur im Erdbeben wird die Regierung ein Krisenstab abberuf. Mehr ist es nicht. Mehr ist wohl der Schlo, der Wikipedia-Artikel weisen, Shanghai. Konvokiere geht doch. Drafted, ja. Für die Partizip von Abberufen. Das ist ja gut, dass ich nicht ausgemacht habe. Du hast Verbentabelle. Das ist Verbentabelle. Abberuf, ja. Schon hier ein Abberuf. Oder ich sehe ein Abberuf gehen. Das geht da noch. Hin als Abberuf gehen. Am Passiv. Passiv ist da nicht dabei gesagt. Nee. Bon, also Shanghai. Ni hao. Doi bo chi. Wai ni ni ai wo. Also Mini-Artikel über Shanghai am Lützburgischen Wikipedia. Shanghai als die bedeutendste Industriestadt von der Volksrepublik China. Die bedeutendste oder bedeutend. Wie ist das dann übersetzt? La plus importante, ja. The most significant, the most, die wichtigste, ja, important. Von der Volksrepublik China. Schöne Fendel. Und that's it. Mehr steht leider nicht über China, über Shanghai. Am Lützburgischen Wikipedia. Schon das hat mich benutzen. Okay. Alexandre, du hast mehr Erfolg mit Süd mit Amerika. Mal gucken, wo wir das nächste Jahr hingehen. Du hast meine Schule. EM Lyon am Wikipedia-Artikel. Was tut das da mit Shanghai? Was tut das mit Shanghai zu den? Als eine European Business School mit Campusen zu Paris, Lyon, Saint-Étienne, Casablanca und Shanghai. Ah, okay. International Business. Bon, Shanghai als aber ein gigantischer Staat. Und dafür proposieren ich das mal ein bisschen am deutschen Wikipedia, ob man das Foto gucken. Impressionant. Und 16 Bezirke, 23 Millionen Einwohner. Ich meine, wir waren in keiner Stadt. New York, ich weiß nicht, wie viele Einwohner New York hat. Mit 23 Millionen. Also das ist mehr wie Lützburg. Ja. Das ist definitiv mehr wie Lützburg. Shanghai, das ist die Skyline vom Pudong. Pudong, ich meine, das ist die Karte. Ja, da seid ihr in den Turm am Dach und hier auf der Foto seht ihr ihn jetzt. Mehr ist es nicht. Ja, ich weiß nicht, das ist das Foto. Seht ihr, du hast von einem anderen Blickwinkel nur jetzt Skyline. Klima. Ja. Bis 31 Grad. Aufgepasst, Freitag ging es 36 Grad heute zu Lützburg. Ja. Das geht nicht einfach mit dem Social Distancing und mit der Maske. Shanghai. Ich hatte aber nach irgendwo. Oh, du hast viel Smog, hä? Smog am Smog. Shanghai am Smog. Oh, du wohnen sie auch nur bei ihnen, ja, das ist nicht gut für den Coronavirus. Ja. Extrem viel Anwohner, guck mal, wie sie, oh, was ist das so hier an die Leute gehen. Ja. Ja, hier neu. Chen Yi, erster kommunistische Bürgermeister von Shanghai. Mich wollte ich ganz innen, wo sie, voilà.
so Panorama-Foto, und da gucken wir den noch schüsst. So. Haut sind wir zu Shanghai. So einfach geht das. Klick, und schon sind wir da. Okay. Was schreibt er mal danach? Scheinzei. Also, Sühne Campus, da schreibt er schon. Ja, ja, das habe ich gesagt. Den Alexandre sagt, ich proposiere, dass wir mal Lyon roden müssen. Ja, also, lo geht er auch nach, wie nennt ihn das? Ein bisschen sarkastisch mit mir. Ein bisschen zynisch. Aber pass auf. Ich wollte ja kleine Gefallen machen und dann so ein kleines, oh, da ist doch viel zu viel einfach. Sarah, super, Eugenia, was war deine Spezialität? Alexandre, kannst du nicht die deutsche Version mit Google übersetzen und verbessern? Natürlich. Natürlich. Mehr Alexandre, dat das vielleicht ein Abend für ein Leif-No-Kuckerten da draußen. Hä? Die Leif Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen. Hä? Am Platz mit dem Skateboard zu fahren. Bisschen. Wikipedia-Artikel übersetzen. Ja. Bibo. Finanz- und Marketing, schreibt Eugenia. Das ganze Land ist ein Staat, wenn wir als Zöllen haben. Das ganze Land ist ein Staat, wenn wir als Zöllen haben. Das ganze Land, ja. Kann ich kühl aufpassen, ja. Finanz, das ist viel Mathematik, schreibt Sarah. Mit 36 Grad geht es wirklich ein Hotspot mehr. Also schon mehr 36 Grad oder Freude. Ich habe gemeint Freude. Wird es ja ein Hotspot gehen. Kanikül, seriös. Smog ist schlecht. Für Corona muss in eine Maske und tun. Ja, sie hatte schon für drin eine Maske. Für sie ist das ganz normal. Also ich verhaudere ein bisschen da draußen und ganz viele junge Leute, die spielen da draußen. Volleyball, Tennis, vor allem am Skateboard. Keine Maske, kein T-Shirt. Und leider waren Zöllen dann noch hauderem eine Katastrophe. Ja, das Land, ganz Land als ein Staat mit der Population von Shanghai. The whole country. Freude, merci, merci. Freude geht es super. Bon, dann haben wir das gemacht. Volksrepublik China. Da ist ein bisschen mehr. Wenn ihr da den Artikel guckt. Mit Peking. Hauptstadt. Und am Ganzen 1,3 Milliarden Einwohner. Also das ist ganz impressionant. Geschichte, Geografie, Klima, Bevölkerung, größer Stadt, die Ville ein bisschen plus important, Wirtschaft, ein Platz, wo den Tourismus blit, blähen, florier, florisch. Kultur, Musik, Religion, guckt auch. Boah, also, gehen wir mal noch bis bei Kultur. Peking Oper. Religion, Taoisten, Buddhisten, Moslemen, Christen. Bemerkung, offiziell gehen Chinesen als Atheisten bezeichnet. Wenn da ob Atheisten geht, da könnt dort Foto von wem? Wen ist den Herr? Kennt ihr den Herr? Wie heißt den? Die Initiale sind KM. Bon, also Orloke so riesengroßen Artikel. Über Finnland ist zum Beispiel viel mehr großen Artikel gewesen. 34 Grad ist noch kein Kanikül, mehr muss es auch warm. Liam, ja, die jungen Leute sollen dann Wikipedia-Artikel ersetzen. Das ist meine Proposition. Für was nicht? Dann, Alexandre, ja, der Karl. Der Carlito.
Michel schreibt, ich habe einen Artikel am Washington Post über die Lützburg Zöllen haut gelesen, über die schlechten Zöllen zu Lützburg gelesen. Maja, Michel, schick mal den Link. Washington Post schwätzt über Lützburg. Liam, das ist der Santa Claus. Gabriel von Dreher. Zu, der Karl von Dreher. Der Karl Mambad von Dreher. Excellent. Dann, wir hatten ja ein kleines Umfrage gemacht. Was für Exerzisse fand dir am wichtigsten oder am flottesten? Oder was für Exerzisse sind für euch die nützlichsten, die plus utile? Und da hat er gesagt, der will doch mal ein bisschen mehr Theorie. Dann proposieren ich das mal haut an der Trilogie über die Vergangenheit das letzte Kapitel behandeln, und zwar der Blüske Parfait. Tada! Wir hatten den Nain Parfait, gestern hatten wir den Passé Composé, und haut haben wir den Blüske Parfait. Plusquamperfekt auf Deutsch. Ich meine, ein bisschen mehr groß. So. Also, der Plusque Parfait, da holt der tolles Verb hin, am Imperfekt plus der Partizip Perfekt. Ich hatte nie Zeit gehabt. Je n'avais jamais eu de temps. I never have had time. Für ein 10 Jahre hatte ich hart für das letzte gesehen. Also, der Plusque Parfait, den holt man normalerweise etwas weit. Ganz weit an der Vergangenheit zurück aus. Far away in the past. Ich hatte nie Zeit gehabt. Wenn der Loser ich schon nie Zeit gehabt, geh doch. Ich hatte nie Zeit. Das ist logo kein riesengroßer Unterschied. Und bei den anderen Verben, da gilt dasselbe, da holt er dann ein tolles Verb Sinn am Imperfekt. Plus der Partizip Perfekt. Ich war 34 Jahre einmal zu Venedig gewesen. Il y a 30 ans, j'avais été une fois à Venise. I have been there 30 years ago. Ich war als Kind immer gern an die Kino gehen. Aber du kannst doch so nicht sein, als Kind immer gern an die Kino gehen. Geh doch. Ich war als Kind. Voilà. Hör den froh. Ihn ist gestorben zu London, der Karl. Also. Michel, vielleicht wird der Guardian mich gucken. Kein Problem. Pressiert nicht, hä? Also, haut machen wir sowieso nicht. Schick mal nur im Videochat, schick mal den Link. Kein Stress. He's buried in the Highgate Cemetery. Um Kirfest. Ja. Alexandre. Mir Ellen immer plus. Was ist das? Mir Ellen immer plus. Plus que parfait für Gäste. Wir wollen immer mehr. Ja, also lo, dann de plus que parfait. Aber dann ist Kapitel vergangen hier drüber. Aber vielleicht können wir dann 3 Wochen Remenke behandeln, weil da so dir, das haben wir noch nie gesehen. Das flotzt um meinem Job. Sonst wäre schon lange am Showmarsch. Ja? Und die Leute direkt gingen lehren, aber sie vergessen. Und da kommt eine Menge Vakanz, und dann trainieren sie nicht, und dann, hey, haben wir das schon ein Kind gesehen? Ja. Für was als Vers mit 2a geschrieben, Liam? Das ist mal ein gut froh. Wo ist der Vers? Du Vers, weil du 2 Konsonanten an drin sind. RS, dafür könnt dann 2a. Boah, und dann hast du halt den Exerzis, den hätte ich ja schon direkt sollen weisen, da könnt ihr dich schon ausfüllen. Du musst also hier das Verb an der Plusque Parfait setzen. Schreibt mal
wenn ich kläft einfach dann den Videochat und vergisst Ziffern nicht. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sinn, Hun, Sohn, Durchfallen, Gesinn an Essen. Je me les filles. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Und Alexandre in unserem voller Energie haut. Ja, Eugenien, richtig, Liam, richtig. Alexandre hat beim End einen Tippfehler gemacht. Schreibt ruhig. Da das ist ein bisschen Training. Ja. Liam 3, richtig. 4, Alexandre, Tippfehler. Sarah, du vergisst Ziffer dabei zu setzen. Ich brauche Ziffer. Hast du den Ton gut? Mom Tigran singen Mikro. Ich fand das gesagt so professionell aus. Wenigstens aus mein Mikro professionell. Mom Headset, das war ein bisschen komisch. Melo heißt das ist ein schönes Mikro, ganz aus selber. Ja, Alexandre, 6. Ja, da warst du schon beim letzten. Hey, das ist schön. Alach Solo, da habe ich auch geschrieben, ja. Zu wie viel sie da haben am Chat? 14. Wow, für uns Messi. Juppai da. Bon, dann machen wir die Lesung. Nummer 1. Also, hier. War den Enfeld wäsch als Kant schon immer viel krank. Das geht du sich durch. Hey, das könnte tatsächlich noch gesucht. Er war als Kant schon immer viel krank gewischt. Hun. Ja, Hirn hat schon immer viel Suhe gehabt. Hirn hat schon immer viel Suhe, geht's auch. So, Hirn hat, das alles mal tun, ne? Hirn hat mir dat für Joren emol gesot. Oder hier sot mir dat emol für Joren. Mir war nicht gut weit an der Vergangenheit aus. Si c'est bien loin dans le passé, if it's far, far away in the past. Da kann ich so sagen. Hirn hat mir dat für Joren emol gesot. Durchfallen, ich weiß nicht, ob dat halt noch gut an unsere Schule. Durchfallen, da das von den Joa nicht packt, von ihr muss redoublieren. So, you didn't pass your exam and you have to repeat the whole year. So, we say durchfallen. He fell through. Il est tombé à travers. Donc, ich war am Lycée einmal durchgefallen. Ich war einmal. Oder ich war am Lycée einmal durchgefahren. Oder ich war einmal am Lycée durchgefahren. Ich meine, ich setze den einmal in das besser für drin. Ich war einmal am Lycée durchgefahren. Ich war am Lycée einmal durchgefahren. Die zwei gehen aber. An durchgefallen mit zwei in L, weil er einen kurzen A ist. Gesinn. Ich hat an den 80er für das letzte Gesinn. An Essen, ich hat noch nie für drun so etwas. Gies. Was schreibt er, Madame? Scheins, ja. Alexandre Fried, für alle Beispiele geht dort ein Parfait durch. Wahnsinn, ein Parfait, ne? Essen hat kein Parfait. Du müsstest da so, ich schon noch nie für drun so etwas gies. Mir ist hart, dass vielleicht, wenn es dem Jahr warst, das ist auch in den 40 Jahren, hatte ich noch nie so etwas gegessen. Äh.
Tigran schreibt, ja, es geht noch immer oder es geht noch immer. Also das für die Mikro. Der Mikro geht noch immer. Merci, Tigran. Das ist wirklich ein mega Kado. Hier fällt durch. Ja, durchfallen als separabel. Ah, das geht noch immer am Primär durchfallen. Okay, merci, Tigran. Okay, nicht dem Mikro. Schon verstanden für Joel. Okay. Virginia, für was kriegt Chance ein S um N? Do, das ist fakultativ, das wisst du willst. Du kannst auch so ein Hirn hat schon immer viel Suche gehabt. Oder Hirn hat schon immer viel Suche gehabt. Wenn du den S schreibst, dann ist das mir praktisch. Da bleiben die zwei N auch immer stehen. Alexandre fährt den Tigran, persönliche Erfahrung. Alexandre, ist nicht live. Tigran schreibt, nee. Für was nicht, ich Sinn am Lycée. Du kannst auch so ein ich Sinn am Lycée einmal durchgefallen, da das der Passé Composé. Mir ich war am Lycée einmal durchgefallen, da das den Imparfait plus der Partizip Passé und da das der Plusquamperfekt. So it's even more in the past. So the older you get, you probably use ich war am Lycée einmal durchgefallen. So, if you say, ich bin am Lycée einmal durchgefallen, maybe you are still a student there. Maybe you are still in the Lycée. It's not so long ago. Ja. Merci, dir Leif Leid, dass das so gut mat geschafft hat. Dann gucken wir mal die Lesung. In der letzten blauen Knäppchen. Suspense. 1, 2, 3. Papa, fantastisch, alles richtig. Erwin ist da mega froh. Wippischer, an die ganz Bananenfamilie, jut für ihn tanzt. Juppie, mir okay Fehler, mir sind die Best. Mir sind die aller Best. Mir sind nicht durchgefallen. Ah, nee, nee, nee. Oh, no, no, no. Je n'ai pas fait de faute comme toi. Oh, no, no, no. Fantastisch, alles richtig. Vielmals merci, alle, fort mit euch. Auch noch Wippischer. Tschüss. Voilà. Liam schreibt, ich schicke dir, dass das Verb nicht, also dass das Verb nicht separabel ist. Aber du kannst zum Beispiel so ein, wenn du nicht lehrst, da fällst du durch. Und nicht dann durchfällst. Da fällst du durch. Das ist trennbar. J'aime les fautes. Di, 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 di. Merci Sarah. Merci Larsol. Alexandre, ich war noch nie für drun so leif wie haut gewischt. Ja, da ging es so nicht Sinn, nach nie so leicht wie Haut gewischt, weil wir kennen das so recht, und pur meint, ich war noch nie so leicht wie Haut gewischt. Ich war noch nie für drin so leicht wie Haut gewischt. Ja. Das, also, Plusquamperfekt ist schon, das ist nicht falsch, was du schreibst, mit, das ist stilistisch. Plusquamperfekt drückt etwas aus, was schon mal lang an der Vergangenheit geschieht ist. Merci, Liam. Also, das war meine Trilogie für die Vergangenheit. Der fand nach mehr Exercice über die Vergangenheit an über die Verben ob exercice.lu. Grammar.lu, exercice.lu. Der könnt vom neues Bisowis trainieren. An! Ich erinnere mich daran, ich habe ein Tutorial gemacht, der fand ihr auf meinem YouTube-Channel, wie jemand Learning-Apps Online-Exercice mischt. Es ging mich freuen, wenn da das auch ein paar ging probieren. Es kostet nichts, er braucht keine extra Software zu installieren. Ich weiß nicht, wie ihr so Lückentexte mischt. Da könnt ihr selber. Ihr könnt Exercice machen und mehr testen dann den Exercice am Videochat. Perfekt. Zu einem Thema, was dir gefällt, kann kulturell sein, kann aber auch Grammar sind, grammatikalischen Exercice, Grammar-Exercice. Solange Learning Apps geht.
Voilà, und dann und ich noch eine flotte Überraschung für euch. Zwei Drittel schon haut gepackt, noch nicht ganz. Ah, das ist kein Exercice, das mir spielt. Den Nummer 3 von 3. Wir haben eine Suite von Quizzen mit Hauptstädten aus der Welt gemacht. Kennen diese alle? Katja ist nicht da. Mit Alexandre als an Topform. Wo geht das denn? Wo muss ich dann halt klicken? Du wolltest den Quiz mal der spielen. Dann, ja, hallo. Schrecklich. Für was geht das da unten? Level 3 von 3. Hier läuft noch immer. Mein Computer ist bei 100%. Mit könnt nicht. Nothing happens. RTL, lass mich nicht am Stach. Please. Please, RTL. Don't leave me this way. Hey. Ja, mit der Reklame ging ich auch, kann ich auch nicht viel aufhängen. Ja, geht leider nicht. Ich muss halt schlussendlich bei der WL aufschmieren. Katja ist schon eh sein Kerl nicht da. Ja. Nee, den Exercice fängt nicht an. Geht der bei euch im Computer? Ich gehe ja mal den Link. RTL aus Futti. Nicht schlecht. RTL aus Futti. Ich dachte, test lo nicht. Das weißt du vielleicht schon dann, was dann gesagt. Bon. Haben wir aber noch genug Zeit. Der manchen Exercice von mehr. Also mit dem Herbst steht natürlich dann nicht geklappt. Da ging ich zurück. Oh. Mein Computer, den hat 100%, die schickt halt Warnungen. Kein Problem, das ist nicht schlimm, wir müssen improvisieren. Lass mich nicht am Stach, hier steht, lass mich nicht fallen. Exakt. Willst du Fußballkorrespondent gehen? Ah ja, Sie sind ein Sportskorrespondent, hä? Wo war das bei RTL? Da lesen wir das. Wo war das Korrespondent? Ja. Für all die, wo interessiert sind um Fußball, machen wir das. Korrespondente Gesicht, also ein paar, ja? Korrespondente Gesicht. Dir interessiert ihr für Fußball, dann melde ich. Fährt das hin? 21. Juli, also hat ich gestern auch gesehen bei RTL. Wie von euch will da lesen? Kleinen Joke. Also, RTL sicht frei Mitarbeiter an Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter sind Kollaborateur. Ich hoffe, dass den Videochat noch geht, weil hier schreibt man ja andauernd. Hat die Probleme, die ganzen Daten auf YouTube zu checken. Willst du Fußball? Wenn alle Leute dabei bleiben an dem Jerome seinen Chat gucken gehen, geht man nach Coronavirus zu Lützburg gehen. Alexandre. Bleib daheim und mach den Videochat mit dem Lützburg. Oder wie hieß das?
Mach mit beim Videochat vom Jerome. Mach mit beim Jerome Lulling singem Videochat. So war es richtig. Da krieg Corona. Ja, das ist mein Medikament gegen die Corona aus meinem Videochat. Bon, also sie sichern, RTL sieht frei Mitarbeiter, das Freelance, oder Mitarbeiterinnen, das sind dann Frauen, die Zeit erlöscht tun, Matcher aus der BGL League an der Coupe de Luxembourg zu tickern. Pardon, was heißt zu tickern? Ist das vielleicht tippen oder tickern? So News-Ticker oder so. Schon nie gesehen. Dir interessiert dich für Sport, dir kennt dich am Football aus, dir könnt Lützburg schwätzen an auch schreiben. Nee, ich kann nicht mehr Lützburg schreiben. Das ist eine neue Form und ich weiß nicht, wie ich Spaghetti schreibe. Shit, einer dann dauert. Die sind stressresistent an Debrouillard. Oh la la. Die schafft gerne mit Laptopen. Und die sind mobil an der Zeit. Da melde ich, weil da seht ihr als Person. You're the one that I want. Liam, wird das nicht für dich? Für ob den Ticker zu schitten, zu tippen oder was für zu schreiben. Sarah, wir brauchen kein Wachsen, wir haben den Videochat. Excellent. Tickeren ist nicht am LOD. Das ist nicht fair. Ich will nur, ne, dass da die zwei mit den News-Ticker zu verbannen ist. Wir haben eine bessere Chance, für Gutes zu schreiben. Ja, richtig zu schreiben. RTL sich frei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die regelmäßig Matcher aus der Hexter Litzebäuer Football-Liga oder aus der Coupe de Luxembourg tickern. Du hast nachher ein Kehr. Der Hexter. Wir haben eine pure Football-Liga. Ja? Und die Hext, wie heißt die Hext? Ich meine, ich melde mich nicht. Natürlich muss ich nicht all Spieldach disponibel sein. Ah. Wir wollen als aktuell Ticker-Team ausbauen. Also, die haben sich mit dem Ticker. Und aktuell mit T-Welt-Team ist sächlich. Den Job ist bezahlt. Money, money, money. Must be funny. Den Job ist bezahlt und wir offerieren natürlich eine Formation mit dem Programm an auch am Lützebäuerchen. Wow, Sie kriegen sogar eine Formation. Interessiert, dann melde ich, wenn ich klebe, mit Adresse und Telefonsnummer. An am liebsten auf Lützebäuerchen. Auf ticker@rüttel.lu. BGL League, richtig. Was schreibt denn? Schreiben, okay, merci, Lea. Ist das der Witz? Mitarbeiterinnen für Fußballkorrespondent. Wir von der Frau wollen so ein knastisches Sport tickern. Für was knastisches? Ist das nicht dirty? Das Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, das ist aber interessant. Möchtest du die Formation? Ich gehe an Formation. Ich bin out. I'm out. Nobody wants me. Das ist so, das ist ganz traurig. Ich meine aber das Sprachspiel bei RTL. Sprachspiel an Kreuzworträtsel. 19 Leute gucken. Merci vielmals. Das darf ich nicht vergessen. Und merci auch für den Link, Liam. Also, es sind auch viele Leute dabei, die sich im Moment denken, Arbeit oder ein Hobby. Ja, wenn du nicht für Fußball hast, vielleicht schon eine andere flotte Idee, dann melde dich.
Meldisch. Willst du sehen, denk froh zu dem Artikel? Nee, kein froh. Dann, manchmal mal alles sei aus. Eise Superstar, den Donald, wird nicht zugeschlagen. Nobody likes me. Nobody does it better. Den Donald verleiert u Popularität. Während einer Pressekonferenz in Dünstisch am Weißen Haus hat den US-Präsident, wir sind auch der Präsi, den US-Präsi, also allgemein, in das Präsi, das ist mir einfach, am Platzpräsident, hat den US-Präsi beklagt, immer mehr belebte sie bei den Avona. So he complained about being less and less popular. Il s'est plaint d'être de moins en moins populaire. Liam, Weather Girl, die Zweitformation vielleicht, ich meine noch nicht. I certainly don't. I'm just a poor boy. Nobody loves him. Hey, Sarah. Für wem hast du das Lied? Mamma mia, let me go. No, no, no. Excellent. Beklot, he complained. Sich bekloen. Hier wird beklot. Ja, oder einfach hier wird beklot. Am Kontext von der Präsidentschaftswahl geht aus der rezentsten Umfrage hervor, dass den Herr Trump deutlich handelt sich im Gegner Joe Biden leid. So, he is far behind, de loin derrière son concurrent. Umfrohen Sondage. Et geht auch vier Ressort. Nicht nur den US-Demokrat schenkt mehr belebt zu sie wie der Präsident selber, mehr auch dem Donald sei Pandemiebüro der Anthony Fauci. Das muss wohl um meine Persönlichkeit leihen. Ah, den Anthony Fauci, ja. Den als auch mehr belebt. Sogar den als mehr belebt wie Donald. Weiter wird hier beklaut, dass keine Frau mit ihm wir. Das ist ein flotten Diskurs indirekt. Er hat beklaut, so furthermore, en plus, il s'est plaint, dass keine Frau mit ihm wir. Was ist das so, Michel? Nobody likes me, everybody hates me. Think I'll eat some worms. Was für ein Lied ist das? Ich kenne das nicht. Liam, das war Queen, ja. Mit der Rhapsody oder wie ich das schon will. An den vergangenen Wochen hat der Republikaner versucht, Glaubwürdigkeit vom Fauci, dem Leader, nicht dem Leder, dem Lied. Leder, das eine Echelle, Leader. Vom Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten erfeierende Corona-Experten in den USA zu ergreifen. So, he tried to undermine his credibility. Die Amerikaner, sie vertrauen dem Fauci. Pandemie im Gang an der Kritik. Dem Donald gött für viele US-Bürger Fähigkeit, dank all ihre Proche. Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, lang Zeit in der Schade an das Echt geholt zu haben. Donc apparemment, il a sous-estimé le danger. He underestimated the danger. Eine Haltung, die dem Präsident zum Verhängnis kennt, ging. Ça pourrait lui coûter la victoire. That could cost him the victory. Den Joe Biden konnte sein Vorsprung ob der Republikaner das Last immer mehr ausbauen. Pouvait agrandir son écart. Leader aber als besser, ne Leader. Ja, am konditionell Weltdiskurs indirekt. Aber der Rapper also am Gange sich zu repräsentieren, zu präsentieren. Ist das ein Witz oder ganz seriös? Song in America for Kids. Okay, merci. Ja, das ist den der Mann vom Kim.
Michelle, Loss of Victory, yes, please. Für wat dem? Da kennt engem zum Verhängnis gehen. Das ma dativ. Dat kennt mir zum Verhängnis gehen. Mit Blick auf die Corona-Zahlen, die landesweit konstant klammern. Das ist der Mikro. Das ist der Mikro vom Tigra. So professionell. Wie seht ihr schon mal? Hey now! Super cool. Was steht dann da noch? Ja, mit Blick auf die Corona-Zahlen, die landesweit konstant klammern, hat Donald letzte Woche ein echte Keier für den Mund an Nussschutz plädiert. Mund an Nussschutz. Also, no longer listless, nicht der Mondschatz, mit dem Mondschutz. Das, nachdem sie sich während meint, lustig über die Maske gemacht hat. So, he made fun of the mask. Das ist nicht gut. Des Weiteren hat er in den nächsten Malaria-Medikament Hydroxychloroquin vergedeckt. Viele Doktoren sind der Meinung, dass es extrem nützlich wäre. So they think that this Malaria-Drug medicine is useful. Das Medikament contre la Malaria c'est utile. Viele Wissenschaftler und Mediziner zweifeln mittlerweile allerdings an der Wirkung von diesem Mittel am Kampf gegen den Coronavirus. Eine Frau als Vizepräsidentin in den Städten Biden, oder Bidden, wie geht das ausgeschrieben? Ein Boot Bidden, das kriegt zwei Idee. Der Biden. Ugekündigt, Kandidatin für Amt von der Vizepräsidentin nächste Woche auszuwählen. Senatorin Kamala Harris gilt als eine von den Favoritinnen für diese Posten. Am Gespräch sind aber auch die Nationalsicherheitsberaterin Susan Rice und Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Infektionszölle klammern an den USA. Kein Land auf der Welt zählte so viel konfirmiert Fälle wie die USA. Rund 4,35 Millionen Infektionen an über 141.000 Todesopfer gaufen bis sie Welle gemeldet. Das ist nicht witzig. Ganz schrecklich zu hören. Viel Misere an Amerika. Aber, bon, also, ich weiß noch nicht, ob das alles. Was soll ich sagen? Ob das alles von enger Person aufhängt. Ja. Heute zu Lützburg so ein Politiker dort Maske nun und sie tun auch, die Leute spielen dabei auf der Straße. Was soll ich schon nicht selber gesehen? Also, die Leute sitzen auf den Terrassen an den Restaurant, ganz normal, ohne Maske, nicht. Ohne T-Shirt. Das war ihm dabei. Willst du mehr? Michelle, eine Frau als Vizepräsidentin, endlich. Dem Donald an dem Anfang vom Paragraph. Ja, viel mehr. Der Biden hat an der Bitte geburt. Sie spüren. Der Biden hat sich an der Bitte geburt. Ja. Dem Donald am Anfang vom Paragraph. Ja, dem Donald geht viel geheilt. Engem etwas viel geheilt, en lui reproche. They blame him. Him geht viel geheilt. Ja, das ist normal. Und da könnt den Akkusativ, him geht viel geheilt, gefahr in der Schad zu holen. Highly complicated. Der Joe Biden hört. Wie nennt denn Donald de Biden? Den hat so einen Spitznamen für de Biden. Ich weiß den Namen nicht mehr. Er hat einen Nickname für Biden. De Biden hat an der Bitte geburt. Sie spüren. Schmengen da, das so. Spüren. Ich kann keine Lütze bei euch schmecken. Du musst spüren. Du gibst mal. Ja. Du hast mal spüren und dann an der Verben. Du hast die Vergangenheit hinhört, Geburt oder hinhört sich Geburt, ja. Voilà, Leifre, nobody likes me. Das Leben ist grausam. Sleepy Joey.
Für was Sleepy aus den Zulus? Michel schreibt, gestern war ein Kuppel am Wall mit Maske mit einer schwarz, dem Symbol da, okay. Das Gackeschall. Crazy. But that's how it goes. Liam schreibt, am Restaurant klappt das, aber wir müssen eine Maske und tun, für zu servieren oder für auf Toilette zu gehen. Okay. Aber sie sind nicht bereit, für eine Frau zu wählen, schreibt Sarah. Das weiß ich nicht. We'll see. Naja, und da kommen wir zu dem letzten Artikel, den ich für heute präpariert habe. Und das ist heute zuletzt bricht Corona-Zölle. 157 Neuinfektionen an 12 von Todesopfer klemmt auf 114. Ja, das ist wirklich nicht gut. Ich sehe dann nach Enke die ganze Tabelle. Februar ist losgegangen. März ganz heiß. Und hier, da war alles ruhig. Ball null. Und lo, wir gehen nicht mehr los. Wir gehen nicht einfach nicht mehr los. We can't get rid of it. 6.533 Leute positiv getestet an 114 Todesfälle. Am Mittwoch wurde Sonntag mitgeteilt, dass 12 von den Leuten, die zuletzt bei dem Coronavirus gestorben sind, auf 114 gekommen sind. 12, the number. Went up. Deltas Median von 114 Todesfällen liegt bei 84 Jahren und Deltas Median bei 85 Jahren. Bei den Infektionen also ein Haus von 157 positiv getesteten Patienten, 131 von ihnen sind Residenten, 19 Non-Residenten, das für den 21. Juli. Es gaufen um dünnstisch 9.819 Tester gemacht. Das war haut dann, ja. Dünnstisch. Ne, das war gestern. Gestern, okay, gestern. Haut das Mittwoch, ja, den 29. Voilà, lief Leute. Ich weiß noch nicht, für was die Dose raufgeht, das ist dann für mich. Da, ja. Mehr wissen wir noch nicht. Der 29. Voilà. Wer den froh? Da gehe ich zurück auf Shanghai. Mal lassen wir um zu Shanghai. Was schreibt er da scheint's? Kannst du den Artikel über den Hund gucken? War da ein Artikel über den Hund? I'm just a poor boy. Wo ist dann den Hund? Nee, ich fand den keinen Hund leer. Sorry. Kein Hund. Was schreibt er hier? Alexandre. Ob der Toilette muss die Maske mega wichtig sein? Ja, Alexandre. Toilette Plüm. Zu Antwerpen aus der Curfew, wenn es dem Corona dezidiert. Und sie zu Antwerpen ihrem Lockdown. Sarah. Ja, wegen dem Geruch. Ja, muss dein Maske tun. Gabriel, weiß eh, für was ich noch ein Keier muss getestet gehen? Ein zweiter Keier. Large-Scale-Testing. Ruf un. Call the number, the hotline. Wir gehen regelmäßig getestet. We get tested all the time. Aus Lützburg noch immer ein Rotzone. Schiss nicht. Sarah, haha, wo war? Zu Berlin, Aschon. Ah.
Ja, ich meine, ich hätte selbst gelesen, auch da mit einem Schon. Aber ich fand den leider nicht. Den hast. Ah, du. Den Hai-Artikel. Wir klauen zu Berlin Einzel Schon. Ein schlauer Fuß. Fuß nach. An hier klaut ein einzelne Schon, also nicht zwei Schon. E Schon. E Schon. Wie seht ihr Curfew ob Lützebäuerisch? Keine Bewegung zwischen 22 und 6 Uhr. Konfinement oder Lockdown? Für uns 2 Wochen hat der Mann zu Berlin gemerkt, dass für seinen Purschon, der hier bei uns die Stuhl gelost hat, morgens schon nach eh schon da war. Donc, er hat seinen Schon da bei uns die Stuhl gelost, il a laissé ses chaussures dehors, und morgens war er schon nach ihm da. Le matin, il n'y avait plus qu'un seul. Donc, he left his shoes outside, and in the morning there was only one shoe left. Ein Dave mit einem Bein vielleicht, a thief with one leg, ein Gangster avec une jambe. Ist da unwahrscheinlich. Peu probable. Nur pure Recherchen an der Nachbarschaft hat sich herausgestellt, dass das kein Einzelfall war, mit dass manch einer Leute eh schon geklaut kruten. Sie kruten schon geklaut, denn das ist passiv. Nur enger sich und Tobi-Detektiven tun den Täter ob frischer Tod erwischt, ihn attrapé in flagranti. Es hat sich herausgestellt, dass der Schongsammler wortwörtlich ein Fuß war, deren nach, ein Fox. Fox on the Run. Den erinnert anderem sich ob Latschen für Crocs a Birkenstock spezialisiert hat. Latschen, das ist Synonym für Sandalen oder für Schung. Schung von der Marke Crocs a Birkenstock, das ist auch ein Zucht für Schung. Nur dem Detektiven dem Fuß nur angesehen, gaufen Iver. 100 Schon Pfund. Die konnten so zurück zu ihrem Proprietärbusch gehen. Donc, ils ont trouvé plus de 100 Chaussures et ils les a ramenés au propriétaire. On les a ramenés au propriétaire. Ob bloß der schlaue Fuß ist an Zukunft in anderen Hobby wird sicher steht an den Sternen. War den Artikel, Alexandre? Wat mischt de Fuß mit den Schuhen? What does he do with these shoes? Nobody knows. Maybe he likes the smell. Vielleicht fand ihn der Geruch gut. Wer weiß. Genau, merci Liam. Oh, wie sehe ich es, ja. Denn Alexandre schreibt, ich habe schon Fuß zu Berlin auf der Straße laufen gesehen. Kein Witz. Perfekt, Alexandre. Straße kriegt just 2 S. Eine happy story für den Moment. Merci, Liam. Effektiv. Bisschen positiv. Bisschen viel zu lachen. Maja, Leifren, das war es dann noch schon. Jetzt gehe ich zurück an mein Hauptmenü. Zurück auf Shanghai. Das Balzing Hour. Vergiss nicht, heißt du auf Exercice. .lu, agrammer.lu gucken zu gehen. Ich fand das super. Ich fand den einfach nie do. Exercice.lu, agrammer.lu. Gratis. Könnt ihr trainieren. Und für den Rest gehe ich erst Rendezvous für morgen. Donnerstag. Den 30. Juli. Der Jerome Lulling Video Chat von 9 bis 10 Uhr. Michel schreibt, allen, who schon gern. Also, weiß ich nicht. Für zu sammeln, ja, wie Tamberen. Ich würde sammeln, so etwas. Für seinem Girlfriend sie zu offrieren, sie zu schenken. Larsol, Eugenia, Roberto, gern geschieht. Ich probiere mal, oder ich probiere mal, den RTL-Quiz und Goen zu kriegen. Wir machen ihn. Wenn er geht, dann machen wir ihn. Vielleicht nicht mal, dann einen anderen Kerl.
Nicht lo präparieren, nicht fuddeln. Das ist nicht witzig. Ja, das gern geschieht, Sarah, bis morgen. Pass da bei Job, he? Das ist gefährlich. Leider. Merci. Aber. Schmange rum, komm mal guck euch etwas an.